Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 28. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Bevor ich beginne, möchte ich mein Angebot nochmal ankündigen, weil das gilt noch bis 31. Dezember 2018. Eine Videoberatung in zwei Teilen und es beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und ein Jahreshoroskop für Jahr 2019 für 25 Euro. Damit möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken und Astrologie näher bringen. Ich benötige dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort und ein bisschen Zeit, weil die Nachfrage ist sehr, sehr groß, aber ich bin fleißig dabei, die Aufnahmen kommen, eins nach dem anderen. Ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder nach indischen Astrologie oder nach chinesischen Astrologie oder alle drei. Ihr könnt auch jemand damit beschenken. Ab sofort ist buchbar, entweder über E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com oder über WhatsApp. Meine Nummer befindet sich unten in Infobox. In diesem Bild sind die 12 Lebensbereiche. Ich möchte das nicht jedes Mal erklären. Heute habe ich mal in die vedisches Tageshoroskop alle Lebensbereiche beschrieben. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont auf und öffnet den Tor zum ersten Lebensbereich. Mit Sonnenaufgang beginnt der Tag naturgemäß. Im selben Moment geht in Westhorizont unten, genau gegenüber, die Tierkreiszeichen Krebs. Der zweite Lebensbereich, wo um Finanzen und Werten handelt, öffnet sich den Tor mit Tierkreiszeichen Wassermann. Der dritte Lebensbereich, Medien, Internet, Verbindungen, Verwandte, Nachbarn, dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Widder. Die Tierkreiszeichen Fischen ist eingeschlossen im zweiten Lebensbereich. Ich setze hier, damit es sichtbar ist, aber gehört zum zweiten Lebensbereich. Die Fischen fühlen sich eingeschränkt, beengt, wie eingeschlossen, haben das Gefühl, der Geldfluss ist wie gesperrt momentan. Natürlich handelt es sich auch um das Selbstwertgefühl und es ist schwierig im Ausdruck bringen, dann neigen dazu, sich zurückzuziehen. Der tiefste Punkt, das Horoskop, liegt im vierten Lebensbereich und hier zeigt sich unsere Wohnsituation. Dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Stier. Die Tierkreiszeichen Zwillingen öffnen zwei Lebensbereiche. Einmal die Bereich Kinder und die Arbeit. Beide Lebensbereich wird mit Zwillingen geöffnet. Der siebte Lebensbereich öffnet sich mit Krebs. Der achte Lebensbereich öffnet sich mit Löwe.
Jungfrau ist eingeschlossen im 8. Lebensbereich. Und das sind die Transformationen, Veränderungen. Die Jungfrau-Geborenen fühlen sich in die Enge, kann auch ämtlichen oder rechtlichen Lage betreffend sein. Und die Jungfrau-Geborenen haben das Gefühl, es geht nichts voran. Erbschaftliche Situation, ein Gerichtstermin oder Ämten. Also es ist wie auf dem Eis gelegt momentan. Es ist unbeweglich. Für die Jungfrau-Geborenen wäre auch nicht gut, zurzeit Termin ausmachen, investieren, weil da bewegt sich momentan nichts. Die 9. Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Waage. Die 10. Lebensbereich öffnet sich mit Skorpion und die 11., 12. Lebensbereich, beides öffnet sich mit Tierkreiszeichen Schütze. Jetzt schauen wir, wo fließt Energie? Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich und aktivieren Lebensbereiche. Sonne befindet sich im Steinbock. Ganz logisch, das ist Sonnenaufgang und jeden Tag bekommen wir als Botschaft, achte auf dein Selbst, achte auf deine Persönlichkeit. Jetzt leben wir als Monatsthema die Tierkreiszeichen Steinbock, die Himmel auf die Erde bringen. Die Tierkreiszeichen Steinbock zeigt ein Stück Paradies. Und wo finden wir dieses Paradies? Das sind unsere Wünsche. Als Ziel, als Zielsetzung und daran arbeiten, diese Ziele zu erreichen. Das ist das Paradies. Und das nicht aufgeben, egal wie steinig dieser Weg ist. Die Steinbock zeigt das, diese Ausdauer und Geduld und diese Kraft, das nicht aufgeben. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und es ist eingesperrt. Es ist sehr schwierig, offen über Gefühle zu sprechen, obwohl das ist die Transformation gerade in diesem 8. Lebensbereich. Aber dass diese Energie hält das alles zurück. Nun, Mond befindet sich relativ schnell, kommt von dieser Enge raus und kommt diese Öffnung, diese Herzöffnung und ermöglicht uns offen über Gefühle zu sprechen, aber mit dieser Sperre, mit diesem Gefühl, es geht nichts voran. Ich kann über Gefühle nicht sprechen oder der Partner, Wunschpartner kann das nicht zeigen und ist im Rückzug. Mit dieser Energie beginnt der Tag. Dann wird es bis Nachmittagabend schon besser. Mond kommt raus von dieser Sperre. Merkur befindet sich im Schütze. Venus befindet sich in Skorpion. Mars befindet sich im Fischen, auch eingesperrt. Die männlichen Personen fühlen sich in die Enge. Oder sie haben das Gefühl, wie eingesperrt zu sein tatsächlich und hier handelt es sich um Werten. Sie haben jetzt gerade keine Wertschätzung oder kein Selbstwertgefühl und sie wissen nicht, wie sie kommunizieren sollen, wie sollen sie entgegenkommen. Sie trauen das gar nicht zu, also sind eher im Rückzug oder haben sie finanzielle Themen. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Saturn im Steinbock. Uranus im Widder. Neptun in Fischen. Das sind Täuschungen, Enttäuschungen und so fühlen sich die männlichen Personen.
Und gegenüber Mond, natürlich, es ist schwierig mit diesem wenig Selbstwertgefühl, dann finanziellen Sorge, dann Täuschungen, Enttäuschungen, dann kommen diese Erinnerungen. Es ist schwierig, sich öffnen, entgegenkommen momentan. Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock und Chiron befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Und hier braucht man Heilung. Das trifft eher die männlichen Personen und handelt sich um Werte, Wertschätzung und Selbstwertgefühl und auch Finanzen und Mond aktiviert es auch. Das ist heute sehr spürbar. Die Lebensbereiche sind aktiviert, wo Planeten sind oder Sonne und Mond. Das ist das Selbstdarstellung, ist auch eine Lernaufgabe und Pluto zeigt diese inneren Kraft. Und die Pluto-Energie ist die konzentrierte Kraft. Das heißt, alles, was diese Kraft raubt, diese Energie raubt, verabschieden, loslassen. So bleiben wir im Kern der Dinge, so haben wir die Macht über unserem Leben, so haben wir das innere Kraft und da haben wir auch die Lernaufgabe und die Selbstdarstellung ist sehr, sehr wichtig. Hier bei Merkur, Jupiter handelt sich um Terminen, Verträgen, Gespräche, ob das jetzt gerecht ist oder ungerecht, Ungerechtigkeiten erkennen wir auch bei Jupiter-Energie und alles handelt sich um Geheimen. Venus ist im höchsten Punkt des Horoskopes, das heißt, die Damen kommen im Glanz, aber zeigt auch die Berufung, die Suche nach Berufung. Bei Venus-Energie handelt sich um Kunst, Kreativität oder Selbstständigkeit. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person hilft bei diesem Ansehen, Anerkennung im Beruf oder die richtige Berufung zum Finden. Und Mond aktiviert dieser Prozess, die Transformation, fühlt sich zwar eingesperrt und die männliche Energie spiegelt, auch hier braucht man eine gewisse Heilung, da sind viele Enttäuschungen im Spiel, besonders bei männlichen Personen. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, besonders bei Wiedergeborenen. Bei dritter Lebensbereich handelt es sich um Verbindung zum Bekannten, Nachbarn, Verwandten oder Schulungen, Internetkontakte. Welche Sterne wirken auf den heutigen Tag? Phasies bestrahlt die Sonne und zeigt uns, es ist wichtig, etwas in Gestalt zu bringen und mit Steinbock-Energie natürlich das in Form zu bringen, damit das Realität wird. Mond hat einen Einfluss von Labrum. Hier in diesem Bereich Labrum. Man nennt auch Labrum als heiligen Gral und dazu eine Geschichte. Apollo, der Sonnengott, sagte zum Rabe: Hier ist diesem goldenen Becher. Flieg bitte davon und hole frischem Wasser für Zeus. Und diesem goldenen Becher ist dieser Labrum. Nun, der Rabe fliegt davon und unterwegs findet ein Feigebaum und dachte, hier bleibe ich mal sitzen und warte ich, bis diese Feige reif war. Und so dann später ist dieser Rabe davongeflogen, hat von diesem Quellwasser, frischen Wasser geholt und kam wieder zurück. Und Apollo hat gesagt, du Rabe, wo warst du denn so lange? Ich habe dir gesagt, sollst du dich beeilen. Der Rabe sagte nicht die Wahrheit. Die Rabe sagte dann, oh, weißt du, Apollo, ich kann nichts dafür. Da war die Hydra, diese Wasserschlange, und sperrte den Weg. Also ich bin unschuldig. Apollo entdeckte diese Lüge und Apollo hat alle im Himmel gesetzt. Auch die Rabe, auch diese goldenen Kelch, dieser Labrum,
Und auch die Wasserschlange und die Rabe muss jeden Tag das anschauen, damit er erinnert auf seine Lüge. Das heißt, dieser Labrum ist diesem goldenen Kelch. Und da ist die Quellwasser und es ist rein und sauber. Und das symbolisiert die Quelle, das symbolisiert unsere Intuition, diese Kraft der Inspiration. Und aus diesem Brunnen sollen wir schöpfen. Das ist die Energie und das wirkt auf Mond und Mond saugt das auf und reflektiert uns weiter, beeinflusst unseren heutigen Tag, beeinflusst unsere Gefühle. Merkur steht in Verbindung zum Schlangenträger. Merkur hier bei Schütze. Schlangenträger ist ein Sternbild im Himmel und befindet sich im Ekliptik. Das sollte eigentlich die 13. Tierkreiszeichen sein, weil diese Tierkreiszeichen sind nichts anderes als die Sternbilder, die die Ekliptik bilden. Nun diese Frage, warum zählt man die Schlangenträger nicht zu dem 13 Tierkreiszeichen, kann ich nicht beantworten. Das bleibt für mich auch ein Rätsel. Fakt ist, dieses Stammbild ist auf dem Ekliptik. Und dazu erzähle ich die Geschichte, weil diese Geschichte beeinflusst die Merkur-Energie. Und hier handelt es sich auch um Gespräche, Verhandlungen und Terminen und Verträgen und Nachrichten. Und gerade in diesem geheimnisvollen Bereich. Der Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt, und er ist der Sohn von Apollo, von Sonnengott. Und er musste ein Kind retten, heilen. Dieses Kind ist ein Honigtopf gefallen. Und es kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange trägte die Gift in sich, der anderen Schlange die Heilkräuter. Und Asklepios musste überlegen, was mache ich jetzt? Ich muss das Kind heilen. Aber zum Glück hat Asklepios die Heilkräuter gewählt und damit hat dieses Kind gerettet, geheilt. Und diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Die Gift ist die Lüge, die Heilkräuter ist die Wahrheit und eine Lüge kommt immer Honig, süß, verpackt. Noch kein Lügner hat erzählt, weißt du, ich erzähle dir etwas, aber pass auf, es ist nur die Halbwahrheit, ich lüge so gern, du musst mich so nehmen, wie ich bin. Also so kommt das nicht, das kommt immer zuckersüß. Und da können wir schon lauschen, oh oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und das würde ich empfehlen. Und immer in die Augen schauen. Wenn die Augen nicht glänzen, dann müssen wir auch achtsam sein. Also das bedeutet, diese Geschichte erzählt uns etwas. Eine Lüge kommt honigsüß. Und wenn wir dieser Lüge glauben, dann fallen wir in einen Honigtopf. Und sind wir wie ein Kind, weil ein Kind glaubt alles, was man erzählt. Und sind wir dann in diesem Moment naiv. Und wenn wir so naiv sind, weil wir das glauben, was wir uns erzählt wird, dann brauchen wir die Heilung. Und genau das zeigt diese Geschichte. Und diese Geschichte hat einen Einfluss auf unseren heutigen Tag. Merkur-Energie vermittelt es. Und das ist die Sprache. Venus hat auch einen Einfluss von Agena und Unukalhai. Das sind zwei Zeiger. Und diese zwei Zeiger zeigt in eine Richtung, hier bei Venus-Energie. Und die Richtung ist das Kreuz des Südens. Und da befindet sich die Südpol zum Orientieren. Thema ist Spiritualität und Religion. Und das ist eine wichtige Richtung, gerade bei den Damen, bei der beruflichen Suche, die Suche nach der wahren Berufung. Und diese
zwei Sternen zeigen in die Richtung. Schau mal in die Richtung, das könnte deine Berufung sein. Mars bekommt auch einen Einfluss von Pegasus und genau das ist dieser Heilprozess. Pegasus, die geflügelten Pferd. Diese Geschichte erzähle ich auch. Cassiopeia, das ist ein ganz markantes Sternbild im Himmel. Ein W, das kann man ganz leicht entdecken. Das ist Cassiopeia. Cassiopeia war eine Königin und prahlte überall. Ihre Tochter Andromeda ist die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon. Poseidon ist der Gott des Meeres. Neptun, das ist Poseidon. Und Poseidon wurde zornig und schickte den Walfisch, diese Seeungeheuer, im Königreich Cassiopeia zu bestrafen. Dieser Walfisch kam dann an und dachte, warum sollte ich das machen, was Poseidon mir befehlt? Ich bin stark, ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und diese Seeungeheuer nahm dann Andromeda, die schöne Königstochter, und fesselte in Felsen. Dann kam Perseus und befreite Andromeda. Sie haben sich auch verliebt. Und Perseus tötete Medusa. Diese Medusa war in die Nähe, das ist die Furchterregende. Und die Geschichte erzählt, dass jede, der Medusa erblickt, hat Angst und wie Stein ist unbeweglich. So fühlte sich auch Andromeda bei diesem Fessel. Also Perseus befreite Andromeda und tötete Medusa. In diesem Moment wurde Pegasus geboren von Mutterleib. Von Medusa. Ja, Medusa ist die Mutter von Pegasus. War immer in diesem Mutterleib eingeengt. Und das war die Befreiung Pegasus. Zeigt auch diese Flügel. Das ist ein weißes Pferd, symbolisiert die Reinheit. Und diese Flügel symbolisiert die Freiheit, die Leichtigkeit. Und diesen Prozess haben die Männer gerade. Die fühlen sich beengt. Sie müssen sich von etwas befreien. Und jetzt noch die Verbindungen. Jupiter steht in Verbindung mit Saturn. Die unterstützen sich gegenseitig. Hier handelt es sich um unsere Rechte zu bekommen oder die Ungerechtigkeiten erkennen und dafür sorgen, dass das alles in Ordnung kommt. Venus steht in einer schönen Verbindung zum Pluto, das bedeutet für die Damen im Inneren Kraft bleiben und bedeutet auch loslassen. Venus steht mit Merkur auch in einer schönen Verbindung, das bedeutet, die Damen bekommen eine gute Nachricht oder kommt eine Liebesnachricht. Merkur steht mit Pluto auch in einer schönen Verbindung, das heißt, die Macht zu haben, alle Informationen überprüfen und den Kern der Dinge, die Wahrheit bleiben. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet.
Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.